Ich bin der Martin Stang, möchte kurz meinen Betrieb oder unseren Betrieb, mich selbst und dann auch die Biogasanlage vorstellen. Es ist so, wir bewirtschaften in Gissichheim einen Ackerbaubetrieb mit Milchviehhaltung und mit Biogasanlage. Unser Hauptstandbein ist die Milchviehhaltung. Dazu gehört dann eben die Biogasanlage und der Ackerbau. Ich selbst bin verheiratet, habe 2 Kinder und habe eine Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister. An der Biogasanlage, die ist 2005 errichtet worden, ist es so, dass wir den Mist und die Gülle aus der Tierhaltung verwerten. Das sind ungefähr 40% der Inputstoffe. Der Rest der Inputstoffe sind nachwachsende Rohstoffe, die sich in Mais und Grassilage untergliedern. Die Biogasanlage erzeugt im Jahr ungefähr 4 Millionen Kilowattstunden Strom, das ungefähr für 1000 Haushalte reicht, den Strombedarf dieser zu decken. Also bei uns in der Region ist es eigentlich sehr unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel in unserem Ort in Gissichheim sind 2 Biogasanlagen. Ja, das kommt einfach daher, dass da größere tierhaltende Betriebe sind und eigentlich die tierhaltenden Betriebe sehr gut dafür geeignet sind, eine Biogasanlage zu betreiben, da die Mist und die Gülle als Abfallstoff haben, den man energetisch nutzen kann. Wir haben zu einem den Gärrest als Abfall, beziehungsweise Abfall will ich es eigentlich gar nicht nennen, es ist ein wertvoller Dünger, den bringen wir wieder auf die Felder aus. Und dann die Betriebsstoffe, wo wir als Abfall haben, sprich Motoröl oder Ölfilter, die tun wir eben über Entsäumungsfirmen entsäumen lassen und dann eben ja, das Motoröl wird wieder aufbereitet. Gefahren gibt es natürlich auch an der Biogasanlage. Zum einen besteht die Gefahr eventuell fürs Grundwasser. Bei uns ist es jetzt am Anlage so, dass wir zum Beispiel die ganze Behälter doppelwandig ausgestattet haben, sprich in der Behälter ist eine Folie drin, dass wir ausschließen können, dass Gärsubstrat ins Grundwasser gelangt. Und wir haben zum Beispiel da unten eine Mauer errichtet, um zu verhindern, wenn jetzt einmal ein Schaden an irgendeiner Rohrleitung ist, dass Gärsubstrat ins Gewässer kommt. Somit schützen wir das Wasser dadurch und natürlich ist das eigentliche Biogasgefahr, weil es hochentzündlich ist, aber wenn man da Betreiberschulung mitmacht und sich den Gefahren bewusst ist, also bei uns an der Anlage war es nie ein Unfall, dann nur gepasst. Und da war es eigentlich so, dass am BHKW technischer Defekt war und deshalb der Brand zustande kam. Es sind aber auch dort, dass keine Personen zu Schade kommen, sondern das BHKW ist abgebrannt. An jedem Behälter sind zum Beispiel an der Gasleitung Absperrhähne, die sind geschlossen worden von der Feuerwehr und somit hat es dann eigentlich auch für die Umwelt keine Gefahr mehr und Personen sind auch gar nicht zu Schade gekommen. Das ist einfach der materielle Schade für den BHKW. Die Firma Kercher hat einen Wärmebedarf und dann war erst die Grundgedanke, dass wir eine Fernwärmeleiche das Wasser zu der Firma Kercher transportieren, das im Kreis zirkulieren, da wäre aber der Energieaufwand, um das Wasser dann einzutransportieren und wieder rauszutransportieren, zu groß gewesen. Und dann ist eben diese Idee gekommen, dass wir eine Gasleitung zu der Firma Kercher legen, bei der Firma Kercher ein weiteres Blockheizkraftwerk betreiben, den Strom zu der NWW einspeisen und die Wärme eben der Firma Kercher zur Verfügung stellen, um den Betrieb für Leute zu halten. Es ist ja so, dass wir haben die Biogasanlage gebaut, wir haben da ungefähr 1,5 Millionen Euro investieren müssen. Und dann ist es ja so, dass wir vom Staat eine fest zugesicherte Einspeisevergütung haben. Und dadurch müssen wir natürlich mit der Einspeisevergütung, mit dem Verkauf des Strom eben wirtschaften. Wir müssen zum einen die Kosten der Investition decken, zum anderen die Substratkosten decken. Und was natürlich auch ein großer Faktor ist, wir müssen Reparaturen und sonstige Instandhaltung mit denen kosten.